Hallo, hier sind Jürgen und Ploy. Hi, wir grüßen euch. Ja, wir sind jetzt noch hier auf unserer Terrasse, werden uns gleich mal zu Nat rüber bewegen, zu seinem Haus. Ja, für den wird es langsam ernst. Er braucht so ein bisschen Hilfe. Sein Schwiegersohn in Spee, der wird wohl in ja, ungefähr 3 Wochen hier wohl auftauchen. Jetzt hat da drin noch so ein bisschen was zu tun. Braucht natürlich auch mal unsere Hilfe. Nett wie wir sind, werden wir ihm helfen. Alles Weitere nach dem Intro. Wir werden uns jetzt mit dem Nötigsten mal ausstatten. Ja, machen mal die Schubkarre voll mit einzelnen Materialien beziehungsweise ja in der Hauptsache Werkzeug. Und dann werden wir ihm so ein bisschen unter die Arme greifen. Wer unseren Kanal schon länger verfolgt, der weiß, innen drin sieht eigentlich ganz gut aus. Das Badezimmer, da haben wir ihm gestern schon so ein bisschen mitgeholfen. Er hat dann nach wie vor noch den Nachteil, dass seine Tür zum Badezimmer hin falsch rum drin hängt. Ja, kann passieren, ist ihm passiert mit seinem Kumpel, aber wir haben gesagt, wir wollen ihm da helfen und ja, auch das Schloss reinmontieren, weil alleine tut er sich da noch so ein bisschen schwer und wir die Werkzeuge dafür haben. Wir machen jetzt die Karre mal voll und dann gehen wir rüber. Ja, wir sind hier am Haus angekommen von meinem Schwager. Flo hat die Schubkarre genommen und alles nach hier gebracht. Ja, ich will auch mal für die Neuabonnenten, die das hier noch nicht so kennen, will ich auch mal während des Videos immer mal so Eindrücke zeigen von dem Lehmhaus. Ja, viele in Deutschland kennen nur das moderne Lehm, aber halt eben in einem Lehmhaus kann man auch wohnen. Die Leute, die uns schon länger verfolgen, für die habe ich schon mal ja von ihnen öfters mal aufgenommen, kann ich auch gleich mal wieder machen. Zeigt auf, dass man auch überall auf der Welt wohl auch anders leben kann, ja. Ich sage immer, wie gesagt, besser als eine Blechhütte, ja, wie manche in Thailand leben müssen. Ist super hier, ist auch nicht jetzt gerade, dass man sagt, der wohnt aber da in armen Verhältnissen. Nee, der wird auch von seinen Kindern soweit unterstützt. Die schicken halt eben immer Geld hier rüber. Und ja, Sache ist halt eben, der wird halt eben Besuch bekommen in 3 oder 4 Wochen von dem Schwiegersohn mit seiner Tochter. Schwiegersohn in Spee, die sind also noch nicht verheiratet. Und es soll also ein bisschen vernünftig aussehen. Bloy und ich, wir helfen halt eben so ein bisschen mit, da wo es geht, wo wir auch mal Zeit für ihn haben. Und ja, meine Schwägerin ist im Moment nicht gut drauf. Die hat halt eben ja eine Entzündung im Bein. Haben wir gestern gesehen, sieht gar nicht gut aus. Hoffe, dass es besser wird. Aber der arme Kerl, der ist jetzt natürlich hier alleine dran. Der hat noch eine ja, Tür, die verkehrt rum ist. Die wollen wir ihm heute mal beheben. Wir hoffen, dass wir ihm helfen können. Schauen wir Bin mal. jetzt Hier im Lehmhaus drin. Für die neu interessenten Abonnenten, was natürlich gerne Abonnenten werden sollen, da hoffen wir ja auch drauf. Zeigen wir es mal hier. Also, da ist die ja, seitliche Eingangstür. Hat natürlich auch eine große Terrassentür. Da ist der Nat selber. Der ist gerade schon dabei, ja, uns hier ein bisschen auszustatten mit Licht und so. Die ganze Geschichte hier hat auch eine Klimaanlage. Nicht wundern. Also hier ist alles nicht gerade. Aber trotzdem urgemütlich. 2 große Fenster. Ja, ich habe schon mal erwähnt, die untere Kante ist auf Kniehöhe ungefähr. Dann geht man hier noch in einzelne Räume rein. Also die haben ganz normale Schlafräume hier drin. Der Raum hier ist richtig groß. Der hat so ungefähr 8x4 Meter. Ja, hier ist dann das Problem. Wer Türen kennt ja jeder. Und wer weiß, wie sie eigentlich rum montiert sein sollte, kann sofort sehen, ja, die ist verkehrt rum, ne? Die ist verkehrt rum reinmontiert. Da hatte ihm damals ein Kumpel geholfen. Natürlich gehört hier der Bogen. Der gehört natürlich nach unten, nach oben gezeigt. Und jetzt ist er hier nach unten und ist erst gar nicht aufgefallen. Er soll so dann hier abends mal so in ihrem Wohnzimmer gesessen haben und die Schwägerin hat dann mal so ein bisschen mehr ihre Blicke schweifen lassen, auch Richtung Tür. Er ist dann aufgefallen, haben wir, ja, ihr zwar die Tür eingebaut, aber die ist verkehrt rum. Jetzt hat er da zum Glück auch noch nicht die Schließergarnitur drin rein verbohrt, weil die Tür hat. Ja, ist nur ein Blatt.
Ja, zeig's euch auch mal von innen. Also hier haben wir dann gestern auch schon so ein bisschen. So kann ein Waschtisch auch aussehen. Ist wirklich aus Palettenholz gebaut. Ja, aber es ist okay, alles gut. Ja, wir haben ihm gestern dann hier auch noch ein bisschen geholfen, also ein bisschen an die Wand zu verbohren. Hier fehlt jetzt noch der Wärmetauscher, der fürs Duschen zuständig ist. Wasser ist angeschlossen, aber erstmal nur, ja, kalt abduschen kann er sich schon. Hier ist auch noch keine Decke drin, aber das macht er bitte schön alles selber. Da werde ich dir nicht bei helfen. Schafft er auch alles. Ja, jetzt haben wir natürlich hier noch nichts drin. Und dabei wollen wir ihm halt eben ein bisschen Abhilfe leisten. Er hat natürlich auch ein Schloss gekauft, was natürlich verkehrt rum ist. Jetzt könntest du die Tür nur von außen abschließen, wäre ein bisschen kontraproduktiv für ein Badezimmer. So werden wir dann gleich hier aus den vorhandenen Türen, die hier schon drin sind, eine richtige Schließergarnitur vorher entnehmen und werden die dann dort in die Tür einbringen, aber erst nachdem wir die gedreht haben. Okay. I take away. Maybe we need to grind Ja. here a little bit. Yeah. Okay. We take outside. Tür passt jetzt. Wir haben bestimmt 1,5 Stunden gebraucht, haben jede Menge beschliffen. Ja, weil auf gerade Tür musst du jetzt schiefen Rahmen machen, beziehungsweise aus der geraden Tür eine schiefe Tür machen, damit sie da reinpasst. Ist schon der Knaller. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch ein Schloss reinmachen. Dafür müssen wir aus einer der Türen ein Schloss rausmontieren, weil Nat ein falsches Schloss besorgt hat. Ja, werden wir dann da rein montieren müssen. Er hat eins besorgt, nachdem er nur von außen die Toilette abschließen kann und von innen halt eben nicht. Also genau seitenverkehrt. Jetzt werden wir hier eins entnehmen, ja, dann da drüben einbauen und das falsche dann hier einbauen. Ja, haben jetzt das alte Schloss drüben ausgebaut aus einer Tür. Jetzt werden wir dem Nat hier mit der Lochsäge neues Loch bohren. Kommt dann das alte Schloss rein. Ja, kleben wir ab vorher, damit das Holz nicht ausreißt, beziehungsweise auf der anderen Seite auch beim Durchbrechen, dass das Holz nicht ausreißen kann. Schützt so ein bisschen die Tür vor der groben Misshandlung. Jetzt haben wir nicht geholfen. Die Tür ist drin. Beziehungsweise Schloss auch. Ja, jetzt kann man die Bude zumachen. Auch hinter sich vernünftig ja, schließt. Wie gewollt. Ja, ich mache jetzt gerade mal hier eine Aufnahme. Kann sein, ein bisschen wackelt. Mein Gimbal hat sich so ein bisschen verabschiedet. Ja, hier muss rundherum noch alles gemacht werden. Ne? Klar. War eine Heidenarbeit. Nur weil die wirklich, also man sieht, ja. Die Spaltmaße, da kann ich jetzt nicht viel dran ändern. Wir haben den ganzen Rahmen, das ist ein Kunststoffrahmen, schief reingesetzt, etwas verdreht. Gut, aber schließt und man, ich sag jetzt mal ganz lapidar, beim Kacken kannst du keinen sehen. Damit ist alles schon mal jetzt gut. Jetzt ist er auch richtig rum, wie es eigentlich von vorne rein sollte.
Ja, so eine Anpassarbeit, die ist klar doppelt so aufwendig, als wenn man es von vornherein vernünftig machen würde. Mal eben alles schief eingesetzt. Ich mache euch noch mal so einen Rundumblick für die Neuabonnenten, Interessenten. Ist also wirklich ein großer Raum. Und den hat er sich jetzt dran gemacht, quasi, ja, damit der Schwiegersohn auch vernünftig auf Toilette gehen kann, wenn er denn kommt. Ist eigentlich ungemütlich, das Räumchen hier alleine schon. Ja, draußen hat er sich jetzt natürlich, schwingt man da draußen, die Küche gemacht. Sieht also ein bisschen unordentlich aus im Moment, aber bin ich von den beiden gar nicht anders gewohnt. Wir räumen jetzt unsere Plörren zusammen. Wir konnten ihm helfen. Das ist die Hauptsache. Das kann er dann weiter loslegen an seiner Decke. Ja, der Warmwasserbereiter, der muss auch noch eingebaut werden, aber den hat er im Moment noch nicht. Wenn es dann wieder soweit ist, dann habe ich Bescheid gesagt, dann soll er kurz durchrufen und dann machen wir das auch. Jetzt kann er erstmal reinigen. Jetzt hat er genug zu tun. Wir haben viel schleifen müssen, viel bohren müssen, bis es dann wirklich passte. Und gut, jetzt hat er aber zu tun, Wochenende ist ausgefüllt. Wir sagen teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Der Jürgen und der Rest auch. Wir sagen tschüss.